In jeder Hinsicht frischer Wind für die katholische Kirche. Gut gelaunt präsentiert sich der neue Passauer Bischof den Pressefotografen. Als der Salesianerpater Stefan Oster im April 2014 von Papst Franziskus zum Bischof des Bistums Passau ernannt wurde, war er mit 48 Jahren Deutschlands jüngster Bischof. Am 24. Mai fand dann die feierliche Weihe im barocken Passauer Dom statt. Ein ganz besonderer Tag im Leben von Stefan Oster. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bischof Oster ist heute unser Gast bei Planet Wissen. Ihnen auch ganz herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich persönlich einem katholischen Bischof gegenüberstehe. Wie wäre die formvollendete Anrede? Exzellenz, aber es genügt, wenn Sie einfach Herr Bischof sagen. Herr Bischof oder Bischof Oster? Können Sie auch, ja? Gerne. Was war das für ein Gefühl? Wir haben Sie gerade knien sehen im Passauer Dom, wie Sie geweiht wurden vom Kardinal Marx. Ja, also in dem Augenblick bin ich sehr ruhig gewesen, sehr im inneren Frieden. Aber natürlich hat sich mit diesem Tag, mit diesem Moment mein Leben dramatisch verändert. Und das hat mich dann die Tage davor und die Tage danach sehr intensiv eingeholt. Aber der Moment selber war voller Frieden. Ernannt wurden Sie von Papst Franziskus, den Sie in Rom getroffen haben. Was war das für eine Begegnung? Wie lief die ab? Ja, das war eine kurze Begegnung, weil wir waren dort beim sogenannten Bischofskindergarten oder Bischofsbabykurs. Alle neu ernannten Bischöfe gehen mal für einen Kurs nach Rom für 2 Wochen. Und da ist immer auch eingeschlossen eine Papstaudienz, wo man dann... Da sehen wir Sie. Ja, wo man ein kurzes persönliches Gespräch hat. Und das war sehr, sehr herzlich. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass ich der Bischof bin, der aus dem Bistum kommt, wo sein Vorgänger geboren wurde. Also Benedikt XVI. Ist aus Bistum Passau. Und dann wusste er sofort, ah, du bist Salesianer und du heißt Stefan Oster. Und ja, und dann haben wir noch ganz kurz was gesprochen und dann hat er noch gesagt, Coraggio, also nur Mut voran, nur Mut. Und so. Und dann war schon wieder vorbei. Ja. Wie lange hat es gedauert? Ja, vielleicht eine halbe Minute oder sowas. So kurz? Ja. Und Sie waren auch nicht mit ihm alleine, wie man auf dem Foto sieht? Ja, in dem Augenblick schon, aber ansonsten hinter mir standen noch viele andere. Wir hatten also alle eine kurze Moment der Begrüßung. Aber es ist so, dass man alle paar Jahre einen sogenannten Ad Limina-Besuch hat, also wo man dann als Bischof verpflichtet ist, auch da mit anderen Bischöfen zusammen, aber da kommen wir als deutsche Bischofskonferenz hin und dann trifft man den Papst alle paar Jahre dann in mal regelmäßigen Abstand da auch zu einem persönlicheren Gespräch. Aber das war Ihr erstes persönliches Treffen mit ihm. Ja. Wie aufgeregt waren Sie? Nee, nicht so. Das ist ja ein ganz herzlicher Mann, den umgibt keine Aura von irgendwie Perfektion, Vollendung. Das ist ein Ordensmann, ein herzlicher Mensch und jetzt ist er halt Bischof von Rom und uns verbindet, dass wir jetzt Bischöfe sind, er ist der Papst, aber also das ist sehr, sehr nett, sehr persönlich, sehr herzlich. Sie waren im Vatikan, den haben viele von uns schon von außen gesehen. Man kann, glaube ich, in einen deutschen Friedhof gehen als Deutscher. Ein Stück weit darf man rein, aber viel weiter kommt man nicht. Ja. Was haben Sie dort gesehen? Wie war es dort für Sie? Ja, das ist natürlich so auch immer erhebend, wenn man da im Herz der Weltkirche ist. Also mich beeindruckt vor allem auch immer der Blick vom Petersdom runter auf den Petersplatz, die Kolonnaden. Und also das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Was mich noch schöner oder noch mehr beschäftigt und auch, wo ich mich beschenkt gefühlt habe, war die Begegnung mit Papst Benedikt. Den habe ich dann im Vatikan besucht, in dem Kloster, wo er da lebt oder das er sich hat da auch herrichten lassen als Wohnsitz. Und das war sehr, sehr nett und herzlich. Benedikt ist ja, ich meine, er ist jetzt schon ein älterer Mann, der schwer geht, aber immer noch ganz wach und er kennt, er hat die Dinge noch im Blick und hat die Übersicht und ist natürlich immer noch der große Theologe. Ne? Und da macht es Freude, mit ihm zu sprechen. Das und war ist ja auch ihrem Bistum sehr verbunden, weil eben, er daherkommt. Er ist dort geboren und ist auch bei seinem Deutschlandbesuch dann dort gewesen, in Altötting. Ja, das gehört zu meinem Bistum. Und mit ihm haben Sie Deutsch gesprochen und mit dem Papst? Italienisch. Italienisch. Ja. Sprechen Sie? Ja, mehr schlecht als recht, ein bisschen. Also es geht schon. Auf Franziskus kommen wir natürlich nachher auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Ja, seine Exzellenz, Dr. Stefan Oster, bis Sie Anfang 2014 zum Bischof von Passau
ernannt wurden, haben Sie ja ein ganz normales Leben geführt. Denn erst mit 30 Jahren hat sich Stefan Oster dafür entschieden, Priester zu werden. Ein sogenannter Spätberufener also, der heute bei Planet Wissen über seinen außergewöhnlichen Werdegang erzählt und auch Stellung nimmt zu den jüngsten Kirchenskandalen. Aber von Anfang an, vor seinem Studium, war Stefan Oster Journalist und hat Radio gemacht. Ehemalige Kollegen erinnern sich. Now I'm a believer. Immer noch ein Gläubiger. Neil Diamond. Dass ein Moderatorenkollege einmal Bischof wird, das hat keiner vermutet. Ich hatte mit dem Stefan zusammen zwei der größten Momente meines Lebens. A, haben wir die erste Radiosendung in Regensburg gemacht, damals zusammen bei Charivari, 1987. Und dann hat er mich und die Manuela verheiratet, oder die Manuela und mich. Und das ist der eigentlich schönste Moment in meinem Leben gewesen. Einzig das Bußgespräch vor der Hochzeit, beim Spaziergang rund um Benedikt Beuern, das hat ein bisschen lang gedauert. Aber vielleicht habe ich es auch nötig gehabt. Um ganz ehrlich zu sein, und ich hoffe auch nicht, dass es despektierlich ist, ich erinnere mich vor allem an diesen gut aussehenden Kollegen, diesen Typen, den wir alle angekimmelt haben. Der war einfach toll, der war sportlich, der hat gesquasht, der war immer wahnsinnig freundlich. Also ich durfte den Stefan ja in seinem ganzen Werdegang begleiten. Ich habe damals die Entwicklung erlebt als Kollege und vor allen Dingen auch privat durfte ich ihn erleben in sehr glücklichen Momenten. Er war mein Trauzeuge und dann hat er auch die Familie in traurigen Momenten beim Tod meiner Schwiegermutter begleitet. Und ich dachte mir schon, Mensch, der Stefan, du bist so ein tausendprozentiger und irgendwie hast du deinen Werdegang gefunden. Dass er jetzt Bischof wird, das habe ich mir nicht gedacht, aber wahrscheinlich ist das der Weg, der jetzt ihm vorgezeichnet war. Ich habe vor einigen Jahren mal auch eine Glaubensdiskussion mit ihm geführt und das ist einfach alles sehr klar, sehr bewusst, sehr überzeugend. Also ich kann nur sagen, er war ein toller Priester und er wird mit Sicherheit ein großartiger Bischof sein. Mich hat es eher erstaunt und ein bisschen ehrfürchtig auch gemacht, dass jemand wirklich so mit voller Kraft, mit Leib und Seele sagen kann, das alte Leben, das ich hatte, das war ein gutes Leben, aber trotzdem lasse ich es hinter mir und beginne was komplett Neues unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen. Das finde ich wahnsinnig klasse. Geschmunzelt haben Sie gerade, als Sie den Film gesehen haben. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück? Haben Sie noch Kontakt zu den Kollegen? Ja, nicht mehr so oft, aber vereinzelt immer noch natürlich. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit. Also wir waren auch gerade mit denen, die da eingespielt waren, jetzt eine Art Radiofamilie. Wir haben als junge Leute da gedacht, wir machen jetzt was Neues und es geht voran. Und das war die Anfangszeit des privaten Hörfunks in Bayern. Und wir waren wirkliche Pioniere und das hat uns zusammengeschweißt, Tag und Nacht im Radio. Also, sehen Sie da, ja. Ihren Mann am Mischpult, am Mikrofon. Genau. Toll. Also ja. Das ist natürlich schon von außen betrachtet ein Riesensprung. Ja. Da will man natürlich wissen, wie ist das passiert? Jetzt stehen Sie heute als Bischof vor mir. Wie war Ihre Lebensplanung damals? Wie haben Sie sich Ihr Leben vorgestellt? Ja, Familie, Fragezeichen? Sie hatten natürlich. Eine Freundin? Ja, ich wollte eine halbe Fußballmannschaft von Kindern. Ne? Also, und ich wollte auch in den Medien bleiben und habe mir gedacht, das ist ganz gut, das passt zu mir. Also als Schreibender, ich habe ja auch Zeitung gelernt, wollte ich immer mal so bei Geo landen und da die großen Reportagen schreiben. Das war damals ganz toll. Oder im BR gab es damals die Kultsendung Live aus dem Schlachthof. Ja. Und also das wäre so mein Ziel gewesen. Ja. Und wie gläubig waren Sie schon damals? Was hat unterschiedlich, Ihr Glaube für eine Rolle unterschiedlich. Ich war als Kind bin ich zum Gottesdienst gegangen. Meine Eltern, würde ich heute sagen, waren damals so Sonntagschristen. Das war jetzt nicht so die große Rolle. Aber ich habe immer gute Beziehungen in der Jugendarbeit zu den Jugendlichen dort gehabt. Immer gute Freunde in der Kirche gehabt. Dann in der Zeit der Medien war ich phasenweise ganz weit weg. Also bin ich nach Indien gefahren und habe mich für Buddhismus interessiert und da tibetische Klöster aufgesucht und solche Sachen. Das ist ja auch ein Glaubensthema im Großen. Ja, klar. Ein Suchender war ich immer. Also die ganz großen Fragen, Wahrheit, Liebe, Freiheit, Sehnsucht, wohin zieht die und sowas, die haben mich immer beschäftigt. Was ist das? Was bedeutet wirklich wahrhaftiges Leben oder freies Leben oder so? Das hat mich immer beschäftigt. Und was ist dann passiert, als Sie 30 waren und gesagt haben, so, ich höre jetzt auf? Ich möchte jetzt doch keine halbe Fußballmannschaft von Kindern an Kindern. Ich möchte doch nicht im Radio arbeiten. Ich werde Priester. Ja, nein, ich wollte, also Priester war nicht das Erste. Das Erste war Ordensmann und im Orden bin ich dann Priester geworden.
Ja, ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, ich muss mich zur Verfügung stellen. Also diese Suche hat so intensiv mich irgendwie wieder zum Kern meines Glaubens zurückgeführt. Also die Gestalt Jesus Christus, die ich als Kind kennengelernt habe, die dann verdunkelt, verschwommen, verschollen war vielleicht in meinem Inneren, die ist mir auch durch Begegnungen mit Menschen immer deutlicher vor Augen gewesen. Und ich habe irgendwann verstanden, ja, meine ganze Suche nach dem, was ich gerade gesagt habe, Wahrheit, Freiheit, Liebe, die ist dort personifiziert. Das ist der Inbegriff alles dessen. Und dann habe ich gedacht, für wen sollte ich sonst leben, außer für ihn? Das war der Punkt. Was haben Ihre Eltern gesagt, Ihre Freunde? Wie hat die Umgebung reagiert? Ja, die, die mich lange kannten, die konnten es verstehen. Andere waren verstört. Also natürlich, ich hatte damals auch noch, als ich dann wirklich die Lebenswende gemacht habe, hatte ich noch einen sehr guten Job im Süddeutschen Verlag auch, der auch so irgendwie ein bisschen karriereorientiert war. Aber die, die mich gekannt haben, haben gesagt, ja, irgendwie hat es eine innere Konsequenz. Vom Radiojournalisten zum Ordensmann und dann in eines der höchsten Ämter der katholischen Kirche. Bischof Oster steht für eine moderne katholische Kirche, macht vielen Gläubigen Hoffnung. Liebe Zuschauer zu Hause, was soll sich Ihrer Meinung nach in der katholischen Kirche ändern? Große Frage. Schreiben Sie uns über Facebook oder per Mail und wir sind gespannt, was kommt. Und wieder zurück zum Werdegang von Bischof Oster. Auf das Theologiestudium und die Priesterweihe folgte die Doktorarbeit. Zunächst wurde Stefan Oster Professor und fand im Kloster von Benedikt Beuern beim Orden der Salesianer eine neue Heimat. Mit 36 wird Stefan Oster zum Priester geweiht. 2003 folgt die Promotion, 2009 die Habilitation im Fachgebiet Dogmatik. Wir geben das beste Stück ab nach Passau. Das beste Stück. Weihrauch ist sehr teuer, darf man nur ganz sparsam verwenden. Weißt? Er ist ein langjähriger Pfarrer und ist jetzt im Ruhestand. Und im Ruhestand ist er nach Benedikt Beuern versetzt worden und macht hier auch noch viel Seelsorge und Aushilfen und hat seine freie Zeit genutzt, um noch Dogmatikvorlesungen zu hören. Da war er fleißiger Hörer bei mir. Das war also kein bloß Runterrasseln des Professors, ne, der halt seine Stunde gehalten hat, sondern das war mit Pfiff, das war mit Pfiff. Es ist für Pater Stefan Oster ein Abschied in vielen kleinen Etappen. Seit 1995 ist er mit Benedikt Beuern eng verbunden. Er hat das Klosterdorf mitgeprägt, als Priester, Lehrer, Mitbruder, als Freund und Begleiter von vielen großen und kleinen Menschen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie als Angehörige in dieser Pfarreiengemeinschaft von Benedikt Beuern, Bichl und Kochel und auch darüber hinaus, dass Sie hier vor Ort immer tiefer in diese Erfahrung hineinfinden dürfen, dass der Auferstandene lebt und uns allen wirklich und wahrhaftig Leben in Fülle schenken kann und will. Hier und heute beginnt es neu. Amen. Warum haben Sie sich für den Salesianerorden entschieden? Ich habe immer schon sehr gerne, bin ich mit Kindern und Jugendlichen zusammen gewesen und habe auf meiner Suche dann irgendwann mal Don Bosco entdeckt. Und als ich mich ein bisschen mehr mit Don Bosco, meinem Ordensvater, auseinandergesetzt habe, hat es eine Art Herz-zu-Herz-Korrespondenz gegeben. Ich habe gedacht, ja, wenn irgendwo, dann passe ich da hin. Und ich finde es eine der edelsten Menschheitsaufgaben, jungen Menschen zu helfen, Menschen zu werden. Mhm. So. Es ist ja neben den Jesuiten und Franziskanern eine der drei größten Männerordensgemeinschaften in der römisch-katholischen Kirche. Wie sah Ihre Arbeit dann in Benedikt Beuern aus? Ja, ich habe auf der einen Seite natürlich als Hochschullehrer gearbeitet, habe systematische Theologie unterrichtet. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich, als Salesianer ist man nie einfach nur Professor, sondern das hat sich immer auch, das ist ineinander gegangen in persönliche Gespräche mit den Jugendlichen. Wir haben gemeinsam Sport gemacht, aber ich habe dann auch zusammen mit einigen anderen haben wir so eine Glaubens-, Gebets-, Lebensgemeinschaft gegründet und da sehr intensive Zeiten miteinander erlebt. Also das im Prinzip Seelsorge, also ja. Seelsorge mit jungen Menschen. Ja.
Junge Menschen liegen Ihnen sehr am Herzen, Sie haben es gerade gesagt. Wie ist das dann, wie haben Sie gefühlt, als das Ausmaß des Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche durch katholische Priester öffentlich geworden ist? Also das ist natürlich eine dramatische Wunde mitten ins Herz der Kirche hinein. Und ich habe auch schon bevor das bekannt geworden ist, junge Menschen kennengelernt und auch begleitet seelsorglich, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind. Jetzt in meinem Fall keine durch Priester, sondern einfach in unserer Gesellschaft ist das ja auch kein so seltenes Phänomen. Und ich habe erleben dürfen, dass es ein Verbrechen an jungen Menschen ist, im besten Sinn des Wortes. Und das ist unfassbar, dass es das auch in der Kirche gibt. Das Ausmaß ist erschreckend natürlich. Allerdings ist es, wenn man die Zahlen dann nimmt und vergleicht und den Zeitraum, dann relativiert sich auch wieder vieles. Mhm. Es ist jetzt nicht signifikant höher als in anderen Berufsgruppen. Aber dass es überhaupt passiert bei uns, die wir auch als moralische Vorbilder gelten, das ist eigentlich eine Tragödie. Und den Priestern nimmt man es einfach übler als anderen Menschen, weil einfach das Vertrauensverhältnis ein anderes ist und die Obhut ja eine andere war. Die Frage ist ja immer, wie kann es wieder gut, kann es überhaupt, wahrscheinlich nicht, aber wie sieht die Wiedergutmachung aus? Denken Sie, da arbeitet die katholische Kirche angemessen auf? Ich habe jetzt schon den Eindruck, dass wir als Institution natürlich, also wir müssen lernen, damit umzugehen, überhaupt keine Frage. Aber soweit ich das sehe, was passiert jetzt an Arbeit nach innen, an Arbeit, also an präventiver Arbeit, an Schulung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der Priester in diesem Ganzen, da glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut im Verhältnis zu anderen Institutionen, denen auch sowas passiert ist. Aber natürlich, der Schaden, der passiert ist an den Menschen, den kann man eigentlich auch nicht mit Geld gut machen. Das ist, Menschen sind davon ihr Leben lang betroffen. Ne? Überhaupt keine Frage. Das ist nicht einfach gut zu machen. Mit dem Eintritt ins Kloster, mit der Priesterweihe, war das Ihr endgültiger Abschied von Ihrem alten Leben, also von dem Leben eines jungen Mannes mit Spaß, Liebesbeziehungen. Dann kam die Entscheidung für Glaube, Gott, Kirche und Zölibat. Ja. Die katholische Kirche hat ja auch einen dramatischen Priestermangel, weil viele diese Hürde nicht schaffen. Da kommt immer wieder die Forderung nach einer Abschaffung des Zölibats oder auch einer Freiwilligstellung. Wäre das für Sie auch ein Modell gewesen? Also für mich als Ordensmann nicht, weil also wenn die Frage diskutiert wird, ob der Zölibat in der Kirche freigegeben wird, dann gilt es nur für sogenannte Weltpriester oder geistliche Diözesangeistliche. Zum Ordensleben gehört es konstitutiv dazu. Also Ordensmann, Ordensfrau leben arm, ehelos, gehorsam. Das geht nicht, gibt kein Ordensleben ohne das. Deswegen war es für mich kein Thema. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass es den Priestermangel so deutlich beheben würde. Also wir sehen das auch an der evangelischen Kirche. Auch da nimmt der Personalmangel zu. Wir sehen es an unseren eigenen pastoralen Mitarbeitern, die jetzt also als Pastoralreferenten oder Gemeindereferentinnen und sowas arbeiten. Auch da haben wir Mangel. Ich glaube, dass das, was ich immer sage, das Wegbrechen, Verdunsten der Glaubenssubstanz bringt einfach weniger Menschen hervor, die sich ganz in den Dienst stellen wollen und können. Wir haben schon einige Zuschriften auf Facebook bekommen und auch zum Zölibat schreibt eben Sandra Walter, Abschaffung des Zölibats wäre einer ihrer Wünsche an die katholische Kirche, was Änderungen angeht. Wenn Priester offiziell Familien gründen dürften, wären auch viele Ansichten andere. Vielen Dank für die Zuschrift. Wir kommen darauf auch nachher nochmal zu sprechen. Ganz was anderes. Im Internet kursiert nämlich ein Video, das den heutigen Bischof von Passau in einer sehr außergewöhnlichen Rolle zeigt. Ja? Sie sehen jetzt Stefan Oster als Clown. Also ich jongliere mit zwei. Ja? In meiner besten Zeit habe ich jongliert 5 Kugeln, 4 so Reifen, dann waren noch 3 Fackeln dabei, ne? Und oben drüber eine rotierende Motorsäge. Ne? Und mir ist langweilig geworden, ich habe nicht mehr gewusst, was machst du mit der anderen Hand. Ja? Und seitdem mache ich 2. Ne? Sehr übersichtlich. Achtung, also 2 Kugeln kann man auf verschiedene Arten jonglieren. Ne? Ja, die meisten machen es links rum. Nein, noch nicht aus, nicht klatschen.
dann gibt es die anderen, die machen es rechts rum. Ja, nein, ist immer noch nicht aus. Dann gibt es diejenigen, die gelten unter uns Jongleuren als die Blinden, weil die haben völlig ohne System. Hä? Ganz andere Rolle, aber das Don Bosco-Shirt eindeutig zu sehen. Was ist die Geschichte zu diesem Auftritt? Das war ein Kongress der Vereinigung Kirche in Not, die mich gebeten haben. Da war ich schon Priester und auch schon Professor. Und ich habe als junger Kerl, bin ich gern verreist und habe mir immer gedacht, ich hatte nie Geld. Und ich dachte, ich muss irgendwas können, wo ich unterwegs Geld verdienen kann. Und dann habe ich mir Jonglieren und Clownerei beigebracht und bin dann auf die Art ein bisschen auf Reisen gegangen. Und als ich dann ein bisschen besser war und auftreten konnte, habe ich mir damit auch einen Teil meines Studiums verdient. Also ich habe dann auf Hochzeiten und Firmenfesten und so den Clown gegeben. Und im Orden habe ich dann irgendwie, da haben die Leute dann entdeckt, dass ich das mache. Und dann bin ich da halt auch bei verschiedenen Jubiläen oder sowas aufgetreten. Wir sehen da auch ein Bild von Ihnen als Clown. Da habe ich Sie fast gar nicht erkannt, wie ich das gesehen habe. Das heißt, Sie haben das, ja, das war ja professionell fast gemacht. Ja, sagen wir mal, ich würde es vielleicht semi-professionell nennen. Ich habe damit Geld verdient, ja, das darf ich sagen. Ja, aber das war jetzt, einmal habe ich jemanden Müssen Sie sich getroffen, heute der rechtfertigen dafür? Nein, gar nicht. Aber ich habe halt jetzt immer die gleiche Nummer gespielt in den letzten fast Jahrzehnten. Und jetzt komme ich mir vor, wenn jemand sagt, mach das nochmal, komme ich mir vor wie so ein alternder Rockstar, der nach 30 Jahren immer noch so auf der Bühne steht und Rockin' All Over the World spielt. Und das haben sie aber vor 50 Jahren schon gespielt oder so. Also ich habe es nicht mehr weiterentwickelt, weil eben ganz andere Themen plötzlich gekommen sind. Aber ich könnte die Nummer jetzt auch spielen, das ist kein Problem. Es ist halt auch faszinierend, weil ich denke, es gibt wenig Bischöfe, die mal Clown waren und die auch so eine Lockerheit an den Tag legen. Ich denke, Das ist der Zauber, der da drin steckt. Ja, ich mache das ja nicht. Also das so, ja. Das damit erreichen Sie die Menschen halt auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, Radiojournalist, Priesteramt, Professor, Clown und Jongleur. Wirklich ein pralles Leben. Und dann kommt die Nachricht aus Rom. Von Papst Franziskus, die alles verändert. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Zum ersten Mal wird er als der neue Bischof von Passau seine Diözese besuchen. Zurück bleiben die Erinnerungen an die Vorlesungen und an seine Arbeit mit Jugendlichen. Es gibt eine Gruppe im Kloster, die der Pater Oster in besonderer Weise versorgt hat, wo er geschaut hat, dass er diese jungen Leute zusammenbringt zum Gebet, zum gemeinsamen Gespräch über den Glauben, was ja heutzutage gar nicht so einfach ist. Diese Gruppe, die trifft es besonders hart. Der Pater Oster, der Bischof Oster, der richtige Papa-Qualitäten. Wollen Sie nicht doch noch? Nee, ich habe in der Liturgievorlesung gehört, jeder Bischof bleibt immer Diakon. Die Stimmung ist gut. Und doch ist es ein letztes Mal in dieser Gemeinschaft. Lachen, gemeinsam essen, beten und musizieren. Nach dem verregneten Auftakt die erste Station, Altötting. Hier betritt der neue Bischof auch seinen neuen Wirkungskreis. Von Beginn an viele begeisterte Menschen. Stefan Oster ist merklich berührt, freut sich vor allem über die zahlreichen Jugendlichen. Schön, dass ihr alle da seid. So viel Jugend hier. Kennt ihr Don Bosco? Sofort wird klar, er hat einen Draht zu den Gläubigen und bittet sie um Hilfe. Bett für mich, gell? Ich war vorher ein armer Ordensmann, jetzt bin ich auf einmal der Bischof. Ordensschwestern, Schützenvereine, Hilfsorganisationen. Seine Art kommt sofort bei allen an. Man ist begeistert über den neuen Sympathieträger der katholischen Kirche. Die Schritte in die Zukunft bescheren Bischof Oster auch danach in Passau eine Begeisterung, die ihm von tausenden Menschen entgegengebracht wird. In den Stephansdom zieht der Neue regelrecht umjubelt ein. Bedingungslose Liebe, die alles weg und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Die einen wehmütig, die anderen applaudieren.
Bischof Oster freut sich besonders über die Anwesenheit seiner stolzen Eltern. Oster repräsentiert etwas Neues, eine neue Generation. Als Pater ist er auf die Menschen zugegangen. Als Bischof will er, so seine Worte, gepredigte Sätze mit Leben erfüllen. Die treuen Begleiter aus Benediktbeuern fahren zurück, mit Abschiedsschmerz, aber auch mit Stolz, ihren Stefan als Bischof in Passau zu lassen. Ich denke, die Stimmung im Bus heute beim Zurückfahren wird wesentlich trauriger sein als beim Hinfahren. Wir müssen ihn halt jetzt da lassen, das ist schon schade. Und ihr besucht ihn mal. Bestimmt. So viel Liebe. Das ist ja wirklich rührend. Ja. Rührt sie heute auch noch? Rührt mich heute noch, ja. 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 Mhm. Ja. Ja. Wann und wie haben Sie erfahren, dass Papst Franziskus Sie zum Bischof von Passau ernennen wird? Also es gab Mitte 2013, schon im Sommer, im August, habe ich schon die ersten Gerüchte gehört, die gar nicht so weit weg waren. Also ich hatte Informationen, dass es da Indizien gab. Und ab dem Augenblick hat es mich sehr, sehr intensiv beschäftigt, die Frage, weil ich eigentlich von dem Gefühl von grandioser Überforderung da überwältigt worden bin. Wissen Sie, ich bin ein einfacher Ordensmann und Hochschullehrer an einer sehr überschaubaren ländlichen Hochschule gewesen. Da war Jugendseelsorger, aber Bischof habe ich jetzt nicht wirklich gelernt. Ja, aber es waren Gerüchte, das heißt, Sie wussten gar nicht so genau, ob es stimmt oder wie? Naja, also wenn Sie sagen, wenn ich sage August, aha, die Ernennung war im April und das erste Mal offiziell mit mir geredet hat man 10 Tage vor der Ernennung. Also da musste ich zum Nuntius, das ist der Vertreter des Papstes in Deutschland. In Berlin dann? In Berlin, ja. Und da war es offiziell? Und der hat mich offiziell gefragt, er hat gesagt, der Heilige Vater wünscht und so, ja. Wollten Sie Bischof werden? Hatten Sie darüber schon mal nachgedacht? Wie war diese, Sie haben ja jetzt monatelang dann eben Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Was hat Sie da bewegt? Könnte man ein Nein sagen überhaupt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe ja lange Leute begleitet, die gefragt haben, was ist ihre Berufung? Und also Priester oder Ordensmann oder Ordensfrau so in der Kirche. Und wenn wir die Kategorie Berufung ins Spiel bringen und die Bischöfe sind aus unserer Sicht die Nachfolger der Apostel, ja, und wenn das jetzt auf mich zukommt und ich bin auch in diesem Sinn berufen oder gerufen auch vom Papst, dann kann ich nicht ohne weiteres, wenn das eine theologische, geistliche Auseinandersetzung ist, nicht ohne weiteres sagen, nee, lieber Gott, es kann nicht sein, dass du mich meinst, da musst du dich täuschen oder sowas. Nein, das geht dann nicht. Also, ja, da müsste schon irgendwas sein, dass man, keine Ahnung, Leichen im Keller hat und so. Und dann sage ich, das geht überhaupt nicht, weil wenn das die Leute erfahren oder sowas, na, dann müsste man ablehnen, aber ja, sowas. Aber Sie hatten einen Schmerz, einen Abschiedsschmerz, der ist ja gerade auch noch mal deutlich geworden. Na klar. Ja, ja, ich habe, also es war nicht in meiner, ich habe, seit ich Ordensmann bin, aufgehört, meine Karriere zu planen. Also das tut man als Ordensmann nicht im Sinn von, ja. Da wollten Sie eigentlich Ihr Leben verbringen, als Ordensmann? Ja, also mein Leben war erstmal Hingabe an Christus. Ich wollte versuchen, seinen Willen zu erkennen und zu tun. Mhm. Dass das dahin führt, das hätte ich mir am Anfang des Weges nicht gedacht. Also, aber das Leben im Glauben ist ein Abenteuer. Und die Arbeit als Bischof ja auch eine sehr spezielle, sind ja die Manager in den Kirchen sozusagen. Wie wurden Sie auf diese neue Aufgabe vorbereitet? Gibt es da dann einen Schnellkurs oder was passiert dann da? Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt diesen Bischofskindergarten in Rom. Da ist ein 2-wöchiger Einführungskurs, aber da geht es vor allem um die Geschichte, dass man lernt, wie das Verhältnis Diözesen und Vatikan und sowas und wie die Kurie so arbeitet. Solche Sachen lernt man da, aber so Bischof sein. Ich würde auch nicht sagen Manager. Also natürlich hat es bestimmte Managementaufgaben, aber ich sehe mich in allererster Linie als jemand, der das Evangelium verkündigt für sein Bistum. Also nicht so sehr als Organisator. Natürlich, das bleibt nicht aus, aber das Erste ist die Verkündigung des Evangeliums. Bischofsbabykurs, waren Sie dann damals mit 48 der Jüngste oder 47 waren Sie damals? Weltkirchlich weiß ich gar nicht. Ich war der jüngste Diözesanbischof in Deutschland. Mhm. Ja, das schon. Aber auf dem Lehrplan eines jungen Bischofs steht bestimmt auch, dass man etwas über den Aufbau der katholischen Kirche lernen muss. Und für alle unter Ihnen, liebe Zuschauer, die
eventuell auch solche Pläne haben, hier ein Schnellkurses. Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche. Weltweit gibt es etwa 1,2 Milliarden Katholiken. Seit 2013 ist Papst Franziskus im Amt und leitet somit auch den Vatikan, den kleinsten Staat der Welt. Er ist gleichzeitig auch Bischof von Rom. Der Papst wird von einer Versammlung, dem sogenannten Konklave, ins Amt gewählt. An der geheimen Abstimmung nehmen Kardinäle aus der ganzen Welt teil. Derzeit sind 120 wahlberechtigt. Kardinäle stehen in der Hierarchie direkt unter dem Papst. Der Kardinalstitel wird vom Papst verliehen, meistens an Bischöfe. Auch die Bischöfe werden vom Kirchenoberhaupt direkt ernannt. Wer Bischof wird, muss mindestens 35 Jahre alt und schon seit 5 Jahren Priester sein. In der Hierarchie stehen die Bischöfe unter den Kardinälen. Ein Bischof ist das Oberhaupt eines Bistums. So bezeichnet man einen Verwaltungs- und Seelsorgebezirk in der katholischen Kirche. In Deutschland gibt es 27 Bistümer, wie zum Beispiel Aachen, Mainz oder Passau. 7 davon sind sogenannte Erzbistümer: Hamburg, Berlin, Paderborn, Köln, Bamberg, Freiburg und München-Freising. Die Erzbistümer bilden die übergeordneten Verwaltungszentren der einzelnen Bistümer. Für die Kirche haben sie eine besondere historische Bedeutung. Sie sind quasi Hauptstädte des Glaubens. Alle Bischöfe treffen sich regelmäßig zur Deutschen Bischofskonferenz. Dort werden unter anderem die Aufgaben der katholischen Kirche koordiniert. Der sogenannte Dechant leitet ein Dekanat, also das Gebiet, in dem mehrere einzelne Pfarrgemeinden zusammengefasst sind. Dechanten stehen in der Hierarchie unter den Bischöfen. Die kleinste Einheit innerhalb der kirchlichen Organisationsform sind die Pfarrgemeinden. Bundesweit gibt es derzeit davon rund 11.000. Sie werden von den Pfarrern geleitet. Die katholische Kirche. Vom Papst in Rom bis hin zur kleinsten Pfarrei. Eine klare Verwaltungsstruktur innerhalb der Glaubensgemeinschaft. Ja, diesen Kurzlehrgang über den Aufbau der katholischen Kirche finden Sie auch auf unseren Internetseiten. Und nicht nur das, wenn Sie mehr über die spannende Geschichte der Bischöfe, ihre Macht, ihre Aufgaben wissen möchten, dann klicken Sie bei uns rein und Sie lernen dort auch 2 der ja wohl weltberühmtesten Bischöfe kennen, die später auch heilig gesprochen wurden. Das ist hier St. Nikolaus. Na, komm her. Und dann haben wir hier noch St. Martin. Gucken Sie rein, wie immer, viele Informationen rund um unser Thema. Bischof Oster, zu den besonderen Vorbereitungen auf Ihr Amt gehörte es ja auch, dass Sie sich ein Bischofswappen auswählen durften. Sie sehen Sie ja schon mit dem Bischofsstab da stehen, den sprechen wir auch gleich an. Jetzt zeigen wir zunächst das Wappen, das Sie sich selber gestaltet haben. Haben Sie uns mitgebracht. Eine Glasmalerei. Was sehen wir und warum haben Sie das gewählt? Also das hat mir geholfen, eine Studentin von mir mitzuentwerfen, die künstlerisch sehr begabt ist. Also die 4 Elemente außenrum. Rechts oben ist ein Adler, ein Symbol für den Evangelisten Johannes, den ich sehr, sehr schätze. Das ist im Prinzip mein Evangelium. Dann daneben ist Maria mit dem Kind und das ist die Madonna von Altötting. Das gehört zu meinem Bistum, der größte Wallfahrtsort Deutschlands. Hier sind 3 Bäume, die deuten 2 Dinge an. Einmal den Bayerischen Wald, ein großer Teil des Bistums erstreckt sich über den Bayerischen Wald, und Bosco, italienisch heißt Wald, das heißt, da kommt auch mein Ordensvater Don Bosco zum Ausdruck. Und hier diese Steine und die Märtyrerpalme weisen hin auf den heiligen Stephanus, der einerseits der Patron der Stadt Passau ist und des Domes und mein Namenspatron. Und Stephanus ist gesteinigt worden, deswegen die Steine. Und in der Mitte einfach der sogenannte Passauer Wolf. Das ist auch im Bistumswappen enthalten. Sehr schön. Schöne Glasarbeit auch, ne? Ja, das haben Jugendliche aus Vilshofen aus der Berufsschule gemacht und mir geschenkt. Ganz sehr schön. Ja. Der Bischofsstab. Ich habe noch nie einen so aus der Nähe gesehen. Was zeigt er? Der Bischofsstab zeigt in der Krümmel
eine Figur des heiligen Bruder Konrad. Das war ein Kapuzinerbruder, der im 19. Jahrhundert gelebt hat und im 20. Jahrhundert heilig gesprochen worden ist. Und das ist einer der Diözesanpatrone meines Bistums, also auch ein Ordensmann. Deswegen finde ich den sehr sympathisch. Und der steht auch wieder vor der Madonna mit dem Jesuskind, die Madonna in Altötting ist, die auch in meinem Wappen vorkommt. Mhm. Ja. Mhm. Und genau. Ist das jetzt Gold, Edelsteine? Das ist vergoldet, das ist Rosenquarz wahrscheinlich, genau, vergoldet, ne? Mit Edelsteinen und hier Rosenquarz. Aha. Und ja. Das ist jetzt Ihrer oder haben Sie sich den ausgesucht? Wie kam der zu war Ihnen? Im Diözesan, im Schatz des Bistums vorhanden. Und ich wollte mir eigentlich zunächst einen eigenen machen lassen, auch mit der Hilfe der Studentin, die da begabt ist. Aber dann habe ich den entdeckt und dachte, der ist so schön, der passt richtig zu mir, weil da ein Ordensmann drin ist. Ja. Ja, also da haben Sie verschiedene Möglichkeiten, auch sich selber eingestalten zu lassen. Ich kann auch mal, lassen, wenn der mal in Reparatur geht, dann, also es gibt ja im Domschatz noch andere, die dort auch hinterblieben sind von anderen Bischöfen, die kann ich natürlich auch nehmen, wenn jemand anderen braucht. Ja. Ja, also der Stab gehört zu den Insignien eines Bischofs, ja. Das Kreuz und der Bischofsring. Genau, ja. Wenn Sie uns das noch zeigen, was da drauf ist. Also das Kreuz, das hat mir ein junger Künstler gemacht. Das zeigt den guten Hirten in der Mitte und außenrum die kleinen Schriften, also die kleine Schrift, die man kaum sieht, am Rand, ja. Das heißt Victoria Veritatis Caritas, der Sieg der Wahrheit ist die Liebe, das ist mein Wahlspruch. Mhm. Und der Ring ist ein sogenannter Konzilsring. Diese Art von Ring hat Papst Paul VI. Jedem Konzilsvater am Ende des berühmten Zweiten Vatikanischen Konzils in Rom geschenkt, die dort teilgenommen haben. Das ist vor bald 50 Jahren zu Ende gegangen und die Bischöfe haben so einen Ring bekommen. Mhm. Also der Bischofsstab entspricht meiner Vorstellung von der prunkvollen katholischen Kirche. Ja, ja. Aber das sieht ja eher bescheiden aus. Ist es in Ihrem Ermessen, wie viel Sie sich praktisch natürlich um den Hals hängen? Ja. Könnte das jetzt auch aus Gold sein, mit Edelsteinen? Könnte auch sein, natürlich. Ich mag es gerne ein bisschen schlichter. Ja. Mhm. Also auch da, ich bin Ordensmann und habe auch, anders als jetzt zum Beispiel ein Diözesangeistlicher, gehört zu meinen Gelübden auch ein Armutsgelübde. Das heißt, ich muss jetzt auch neu lernen, wie ich mit dem Gehalt, das ich in meiner Ordenszeit eigentlich nicht hatte, ich habe kein eigenes Gehalt bekommen, wie ich damit umgehe, und zwar so, dass es immer noch meinem Ordensgelübde entspricht. Mhm. Ja. Sie müssen jetzt sowieso mit sehr viel Geld umgehen als Bischof, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Haben Sie dieses Kreuz auch das erste Mal bei Ihrer Weihe getragen? Ja. Da sehen wir jetzt Bilder, denn mit dieser Bischofsweihe beginnt etwas Neues. Wie wird Stefan Oster in Passau empfangen werden? Ein vollkommen neuer Lebensabschnitt in einer fremden Stadt. Und er beginnt mit einer großen Feier. Der neue Bischof von Passau, Stefan Oster. Nach seiner Weihe winkt er gelöst und glücklich den Menschen auf dem Domplatz zu. Und die sind begeistert. Wahnsinn einfach. Also ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Wahnsinniger Bischof. Für Passau, denke ich, eine ganz große Gabe. Er strahlt sowas aus, der neue Bischof. Dann haben wir uns so richtig frei drauf. Man hat einfach gemerkt, dass die Diözese sehr bereit ist, einen neuen Bischof aufzunehmen. Und er wird herzlich aufgenommen. Und es ist, die Türen stehen ihm offen. Tausende waren am Nachmittag zum Stephansdom gepilgert. Das Gotteshaus war bis zum letzten Platz gefüllt. Mit Jubel wurde Stefan Oster empfangen. Die Weihe selbst nahm Erzbischof Reinhard Kardinal Marx vor. Er überreichte die Insignien, unter anderem die Mitra und den Bischofsstab. Spontaner Applaus im Dom für Stefan Oster, der mit seinen 48 Jahren der jüngste Diözesanbischof in Deutschland ist. Er rief die Christen auf, im Gespräch zu bleiben. Natürlich gibt es sogenannte konservativere und auch sogenannte liberalere Christinnen und Christen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns gegenseitig nicht zum Klischee und zur Karikatur werden. Verteufeln wir einander nicht gegenseitig, nur weil einer zum vermeintlich anderen Lager gehört. Neben geistiger Nahrung gab es zur Feier des Tages auch was zu essen und zu trinken und einen guten Rat vom neuen Oberhirten. Mit Christus bleibt man jung im Herzen, ja? Ja, den Passauern gefällt's. Sie sind Bischof. Ich habe gerade noch mal über das Gewand gesprochen, das wir im Film gesehen haben. Mit der roten, nennt man das Schärpe?
Ja, ein Zingulum ist es, also ein Gürtel gewissermaßen. Ja, ja. Und bei Ihrer Weihe trugen Sie was Gelbes? Mhm. Ist es dann nur bei der Weihe? Und normalerweise tragen Sie als Bischof dieses purpurschwarze? Nein, das Gelbe ist das sogenannte Messgewand. Da war ja eine heilige Messe und der Priester, das hat im Prinzip jeder Priester bei der Messe an, so ein Messgewand. Das ist nochmal was anderes. Und dieses purpurschwarze nennt man? Das ist das normale, der bischöfliche Talar. Also das ist im Prinzip... Hätte ich den jetzt auch hier anziehen können. Hätten Sie für uns angezogen? Ja, naja. Aber Sie haben ja jetzt im Film gesehen. Ja, also, ja. Genau, ja. Sehen wir Sie also, wenn in ich zum Beispiel Outfits. Sitzungen habe oder andere Termine, dann gehe ich relativ so im Anzug oder zivil und so. Und bei anderen Gelegenheiten, wo sich die Leute freuen, wenn der Bischof so in so einem Ornat kommt, dann ziehe ich das an. Ja. Und bei manchen muss man es anziehen. Vom Pater in ein hohes Kirchenamt. Sie haben es gerade schon gesagt, als Ordensmann, Armutsgelübde, eigentlich hatten Sie mit Geld gar nichts zu tun. Ja. Jetzt stehen Sie einem Bistum vor, das einige tausend Mitarbeiter hat und müssen ein dreistelliges Millionenvermögen verwalten. Vorher hatten Sie wahrscheinlich nicht mal ein eigenes Girokonto? Ich hatte kein Girokonto, nein. Wie machen Sie das dann jetzt? Also erstmal habe ich gute Leute, die das können. Also ich habe... Wir haben eine Finanzkammer und einen Finanzdirektor an der Spitze und das ist ein sehr guter Fachmann in diesen Dingen. Und dann gibt es den sogenannten Steuerausschuss, den Diözesan-Steuerausschuss, der sich mit dem Verteilen der Kirchensteuer beschäftigt. Dem sitze ich zwar vor, aber da sind lauter Fachleute und die beraten mich da. Und ich verstehe sukzessive mehr und mehr davon. Das heißt, Sie müssen jetzt gerade viel lernen. Na klar, ja. Unglaublich viel Input. Und wie sieht der Arbeitsalltag aus eines Bischofs? Wir haben Bischof Oster in Passau besucht. Passau, Domplatz, 8.30 Uhr. Stefan Osters Arbeitstag beginnt. Nur wenige Meter braucht der Bischof für den Weg von seiner Wohnung ins Büro zu seinen Sekretärinnen. So, guten Morgen, Dame. Guten Morgen, Herr Bischof. Erster Termin heute: Dreharbeiten für den bischöflichen YouTube-Kanal. Vorher gibt es noch ein paar Informationen für Oster, der auch optisch für den Auftritt vor der Kamera perfekt vorbereitet wird. Alles weg. Alles, er hat doch immer nur Haare. Na, das kommt nicht ins Fernsehen. Na, das kommt nicht. Die Stimmung ist gut. Rosemarie Jellbauer-Hofmann und Rosa Meier können nur Positives über ihren Bischof Oster berichten. Ich erlebe ihn als einen sehr offenen, verständnisvollen Chef, der... dem auch wichtig ist, wie es seinen Mitarbeitern geht. Der uns auch fragt, also, ob wir gesund sind, ob wir gut drauf sind. Er vertraut uns einfach auch. Nur einfach auf einmal fragt er dann, was unterschreibe ich jetzt überhaupt? Ja, dann machen wir auch mal Späße. Ja, eine Kreuzschifffahrt für uns, so fürs Sekretariat, damit wir uns erholen können. Also es ist einfach sehr locker. Wichtig ist für Bischof Oster auch der direkte Draht zu den Gläubigen, die er nicht tagtäglich sieht. Deshalb werden die Neuigkeiten aus dem Bistum regelmäßig per Internetvideo verbreitet. Routine lässt der Kirchenmann dabei nicht aufkommen. Gerade für uns als Kamerateam, man weiß eigentlich nicht so recht, was einen erwartet oder nicht so im Detail. Also von dem her, der Überraschungseffekt ist immer gegeben und das macht es auch spannend. Nach dem Termin ist vor dem Termin. Es ist 10 Uhr. Der nächste Tagesordnungspunkt, ein einstündiges Gespräch mit unserem Autor. Herr Bischof, Herr Schmitz, grüß Sie. Alfred Schmitz, schön, dass Sie Zeit haben für uns und für mich. Gerne. Gleich im Anschluss schaut der Bischof im Stephansdom vorbei. Auch hier ist Oster natürlich ein gefragter Mann. Grüße, Anna. Also ich sage viele Grüße aus der Pfarrei Wohlerberg. Ja, sagen Sie schöne Grüße zurück. Ja. Bischof Oster ist ein begeisterungsfähiger Mensch. Für den weltberühmten Passauer Dom gerät er geradezu ins Schwärmen. Eine der großen barocken Kirchen, meines Erachtens die schönste Barockkirche nördlich der Alpen in jedem Fall. Mit der größten Kathedralorgel der Welt. Das ist, wenn die mal richtig loslegt, dann ist hier richtig Musik drin, im besten Sinn des Wortes. 14 Uhr, der nächste Termin, eine Sitzung mit dem Priesterrat. 22 Geistliche sprechen mit dem Bischof unter anderem über die Themen Seelsorge und Verwaltung. Auch hier hinterlässt Oster einen bleibenden Eindruck. Ich schätze seine Art, wie er den direkten Weg auch sucht zu uns, seinen Mitarbeitern, zu den Priestern. Das kann auch mal ganz spontan telefonisch sein, dass man einen Anruf des Bischofs bekommt.
Insofern ganz unkompliziert und direkt, ganz einfach, mitbrüderlich. Stefan Oster muss an den Schreibtisch. Er ist halt auch Kirchenmanager. Sein Terminkalender, schon jetzt für die nächsten 6 Monate voll. Dennoch nimmt der Bischof sich regelmäßig Zeit für ein Gebet. Am liebsten in der kleinen Kapelle seines Wohnhauses. Ich versuche jeden Tag substanzielle Zeit in meiner Kapelle zu sein. Dass man auch Abstand gewinnt, dass man ruhig wird und dann in dieser Weise ins Gebet findet, auch in den Dank, in den Lobpreis. Wenn ich das nicht tun würde, würde das sehr schnell schal und hohl werden. Es ist 18 Uhr. Zum Abschluss eines vollen Tages dann das Highlight für den Bischof. Ja, sagenhaft. Zum ersten Mal besucht Stefan Oster seine bischöfliche Bibliothek. Ich gehe immer gerne in Bibliotheken. Und wenn man dann so eine alte, repräsentative Bibliothek, den Hort des Wissens, ne, wenn ich mir denke, wie viele Jahrhunderte hier Menschen reingegangen sind und versucht haben, sich Bildung anzueignen, ja, da kommt man schon ein bisschen Ehrfurcht. Ne? Das ist schon auch sehr bewegend. Kein Wunder, bei rund 70.000 Originalbänden. Stefan Oster und sein Bischofsamt. Ein neues Kapitel in der Passauer Kirchengeschichte. Langer Arbeitstag, viele Termine, viele Konferenzen und ein Thema, das Sie auch in letzter Zeit beschäftigt hat, ist die Offenlegung der Finanzen der katholischen Kirche. Da hat ja, glaube ich, das Erzbistum Köln angefangen und jetzt ziehen viele nach. Wie wichtig ist Ihnen das Thema? Ja, also sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, wir bei der Kirche haben immer wieder auch Nachholbedarf in Sachen Transparenz. Also wir sind aufgefordert zu sagen, was wir haben, was wir mit dem Geld machen. Denn Kirche ist ja nicht dafür da, dass sie sich selbst verwaltet und versorgt, sondern vor allem für die Menschen und dafür, dass wir das Evangelium verkünden. Dafür bekommen wir beispielsweise auch Kirchensteuern. Und es ist wichtig, so gut wie möglich den Menschen zu erklären, was mit dem Geld passiert. Wie sehr werden Sie da ins Detail gehen fürs Bistum Passau? Ja, sehr. Also unseren Haushalt, der jetzt auch wieder in diesen Tagen veröffentlicht wird, den kann man sehr genau studieren. Und der ist auch, wir machen Presseveröffentlichungen, wir stellen den auf die Homepage natürlich. Wir haben eine Hotline geschaltet, wo jeder nachfragen kann und auch im Detail nachfragen kann. Und dann geht es auch um die Frage nach dem Vermögen. Es gibt ja den berühmten bischöflichen Stuhl, das ist nochmal so ein eigener Topf. Den haben wir auch offengelegt im Herbst. Und wir haben auch gesagt, was wir damit machen. Wir machen da auch quasi eine Stiftung raus und geben die Erträge jedes Jahr neu in soziale Projekte. Mhm. Und ja, ich habe, also heutzutage ist es sehr wichtig, ziemlich gut und genau zu sagen, was wir mit dem Geld machen. Stichwort Kirchensteuer, da haben wir über Facebook eine Zuschrift bekommen von Vural Bayindir. Kirchensteuer abschaffen, sagt er, und freiwillige Spenden einführen. Ja, ist natürlich zweischneidig. Auf der einen Seite muss man einräumen, ja, die Kirche wird dadurch, dass sie so gesichertes Einkommen hat in Deutschland, auch neigt sie vielleicht manchmal dazu, ein bisschen satt zu werden, ein bisschen bürokratisch, ein bisschen träge zu werden, weil wir sind ja versorgt. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, was mit der Kirchensteuer alles passiert, an gesicherter Seelsorge, an gesicherter Bildungsarbeit, an gesicherter Zuschüssen, die von uns in die Caritas fließen und all sowas, das trägt unglaublich viel, meine ich, zum sozialen Frieden in unserem Land bei. Sie müssen mal überlegen, auf wie vielen Einrichtungen, die es in unserem Land gibt, auch Kirche draufsteht. Also Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, Beratungsstellen. Die aber nicht voll von der Kirche finanziert Nein, werden. Aber immer auch teilweise natürlich mit unterstützt wird. Aber das ganze Seelsorgspersonal, das da auch mit hineinspielt und in unseren Gemeinden, das wird natürlich voll von uns finanziert. Also da würde ich sagen, und ich glaube, da ist dann die Kirchensteuer, da überwiegen dann die Vorteile den Nachteilen. Aber natürlich, Kirche gäbe es auch und gibt es auch in Ländern, wo es keine Kirchensteuer gibt. Ne? Mhm. Aber das ist also meines Erachtens ein Beitrag zum sozialen Frieden, der wichtig ist auch in unserem Land. Und es darf ja theoretisch auch jemand in die Kirche kommen, der aus der Kirche ausgetreten ist, ja, oder? Ja, natürlich, ja. Klar. Und in unseren Einrichtungen sind ja ganz viele Menschen, die auch anderer Konfession sind, jetzt weiß ich was, in den Kindergärten oder in den Schulen oder bei der Caritas, in den Altenheimen, Behinderteneinrichtungen. Das sind ja nicht nur Katholiken bei Weitem. Mhm. Langer Arbeitstag,
prall gefüllter Terminplan des Amtes Bischofs ist der Job eines Kirchenmanagers. Und eigentlich war Stefan Oster aber Priester geworden, um seelsorgerisch tätig zu werden. Dafür bleibt ihm jetzt nur noch wenig Zeit. Er ist ein Kümmerer. Stefan Oster will helfen, so oft und so viel er kann. Ich bin ja eigentlich Ordensmann. Ich bin in die Gemeinschaft der Salesianer Don Boscos eingetreten. Unter anderem deswegen, weil das große Charisma des Ordensgründers war, die Arbeit mit den jungen Menschen, denen ein gelingendes Leben zu ermöglichen, da hineinzuhelfen, über Bildung, über Ausbildung, auch über Glaubensvermittlung und über Begleitung im Leben. Seine Sorge um andere, sie treibt den Bischof an. Ob beim Besuch im Flüchtlingsheim oder wenn es darum geht, in einer Einrichtung des Bistums etwas gegen die baulichen Mängel zu tun. Menschen, die in Not sind oder in besonderen Situationen, die lösen bei mir eigentlich immer Emotionen aus. Also ich hab Menschen gern und dann, wenn man sieht, wo die herkommen und das eine oder andere Schicksal erfährt, dann denkt man sich ja, wie schön, dass du jetzt mal hier zunächst in Sicherheit bist. Und das ist ja toll, wenn es uns gelingt, solche Menschen in die Gesellschaft zu integrieren und auch also Teil dieser Gesellschaft zu werden, da haben wir nicht die Schlechten. Also das sind lebenssüchtige Menschen in der Regel. Da sind wir schon wieder. Wir waren auch gerade im Gespräch. Wir haben Sie jetzt da bei Ausschnitten gesehen, seelsorgerisch. Ja. Dafür haben Sie aber nur noch wenig Zeit. Wie wichtig ist Ihnen das dann in diesem Moment? Nee, so ganz wenig ist es gar nicht. Weil ich muss ja zum Beispiel bei vielen Gottesdiensten vorstehen und die Verkündigung, die Predigt ist auch immer eine Form der Seelsorge und das mache ich ganz oft. Und dann habe ich sehr intensiv vor, mein Anliegen ist, dass Menschen tiefer in den Glauben kommen, damit sie ihn auch überzeugender, gewissermaßen auch in dieser schwierigen Zeit, glaubensloser werdenden Zeit, dazu stehen können. Ich möchte Menschen verhelfen, in die Erfahrung zu finden, Christus ist gegenwärtig, er lebt auch mit mir und das verändert auch mein Leben. Also, und da haben wir zum Beispiel im Bistum etwas angestoßen, was wir Neuevangelisierung nennen. Ja, wo ich hoffe, dass es gelingt, vielen Menschen in solche Erfahrungen zu helfen. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig, ein zentraler Punkt meines Amtes. Ja. Sie haben es angesprochen, es sind Zeiten, wo die Leute den Kirchen davonlaufen, ja. Nicht nur der katholischen, auch der evangelischen. Und viele Katholiken haben in letzter Zeit auch unter den Kirchenskandalen gelitten. Ja. Ich habe schon den Kindesmissbrauch angesprochen, aber auch der ehemalige Limburger Bischof Thebats van Elst, ja. Dem Verschwendungssucht vorgeworfen wird. Wie kann Ihre Kirche da diesen Image-Schaden wieder gut machen? Möglichst viel Transparenz, möglichst viel Kommunikation, möglichst viel glaubwürdiges Leben. Ich möchte nicht über den Mitbrüder Thebats van Elst urteilen, weil ich die Details einfach nicht kenne. Ich habe ihn einmal persönlich getroffen und finde, er ist ein netter, herzlicher Mann, soweit ich ihn kenne. Was in Limburg alles schiefgelaufen ist, mag ich gar nicht beurteilen und kann es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ja, von dort ist etwas ausgegangen, dass wir auch wieder stärker bewusst werden. Wir müssen noch offener kommunizieren, unsere Dinge noch offener, klarer sagen. Wir müssen um Glaubwürdigkeit bemüht sein. Aber in der Kirche, das ist auch meine Erfahrung, das Entscheidende wirkt wirklich, wenn es um das Thema, wie wird ein Mensch gläubig, ist das Entscheidende der Heilige Geist. Der lebt natürlich in glaubwürdigen Menschen, aber am Ende macht es er. Ich habe ein paar Bekehrungen erlebt, wo ein Mensch wirklich berührt war von dem, was... Und dann steht man daneben und denkt sich, ja, also das gibt's doch. Also Gott ist wirklich in der Welt wirksam und ist in der Lage, ein Leben so zu berühren, dass sich dessen Leben verändert. Ne? Mhm. Und das mache ja dann nicht ich. Verstehen Sie? Also das ist dann der Mittler. Genau, wir sind die Mittler. Thebats van Elst habe ich angesprochen. Dann will man natürlich sofort wissen, wie Sie wohnen. Und man hört, Sie leben in einer Bischofs-WG. Wie sieht die aus? Wer wohnt da? Ja, also ich habe, als ich nach Passau kam, hat man mir das Gebäude gezeigt, wo ich in Zukunft wohnen kann und soll. Und dann dachte ich, ja, das ist ein bisschen viel Fläche. Und dann habe ich Menschen eingeladen. Ich bin ja Ordensmann und habe immer in Gemeinschaft gelebt und habe Menschen eingeladen, da mitzuleben, so dass die einigermaßen ihren eigenen Bereich haben. Aber wir haben Gemeinschaftsräume zum Essen. Und, wie viele leben da? Da leben jetzt insgesamt 4. Zwei davon kenne ich schon länger aus Benediktbeuern. Und eine Ordensschwester lebt da, die schon länger beim Bistum angestellt ist. Und wir
das Teilen unseres Lebens besteht vor allem darin, dass wir miteinander essen, miteinander das geistliche Leben, das Gebet teilen. Das halte ich für sehr, sehr zentral. Und auch da und dort mal einen Abend miteinander verbringen, im Gespräch oder Gäste einladen oder sowas. Diese Bescheidenheit, die erinnert sofort wieder an Papst Franziskus. Dafür wird er ja von vielen bewundert, alle sind froh, sehen ihn als Reformer. Wie erleben Sie ihn? Er kriegt auch viel Gegenwind. Ja. Er kriegt auch viel Gegenwind. Ja. Sie haben ihn kurz getroffen, wie erleben Sie ihn in seiner Neuerungskraft, sage ich mal? Danke für die Frage. Ja, ich bin ein großer Verehrer von Papst Franziskus. Ich finde, er hat eine außergewöhnliche Art, Zeichen zu setzen, eine außergewöhnliche Begabung darin, Menschen wirklich anzusprechen mit Glaubensinhalten. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt alle echten oder vermeintlichen Reformprojekte mit Erwartungen auf ihn projiziert werden und die kann er eigentlich gar nicht alle erfüllen. Ich bin sicher, dass es in vielen Fragen auch Enttäuschungen von den Menschen für die Menschen geben wird, dass sie sagen, ja, jetzt ist der Franziskus aber irgendwie in der Frage, die mich jetzt am meisten beschäftigt, da kommen wir jetzt auch nicht weiter, sowas, ne? Also, aber grundsätzlich ist er ein großer Gewinn für die Kirche. Ich freue mich sehr, dass er uns vorsteht. Haben Sie jetzt gerade gesagt, er wird gar nicht so viel verändern, wie so viele hoffen? Er wird die Kirche doch nicht moderner, offener machen, zum Beispiel das Zölibat öffnen oder auch wieder gekommen ist. Silvi zum Bofka hat uns geschrieben, zum Bock war, Entschuldigung. Ja. Frauen dürfen Priester und Papst werden. Mhm. Die Kirche verändert sich unter ihm mit Sicherheit. Also diese ganze Thematik an die Ränder gehen, viel stärker die Armen in den Blick nehmen, die Menschen am Rand. Eine Kirche, die sich um sich selbst kreist, das ist nicht der Sinn der Sache von Kirche. Aber in diesen Fragen, die Sie angesprochen haben, jetzt speziell die beiden, Zölibat und Priestertum für Frauen, da wird auch Franziskus in der Kirche nichts ändern. Also das sage ich Ihnen als Theologe, nicht weil das irgendwie rückschrittlich wäre, sondern... Sie wollen das auch nicht. Ich glaube, was heißt wollen? Das steht mir nicht zur Verfügung. Wir haben aus unserer Überzeugung von der Offenbarung her Positionen bekommen, dass wir nicht einfach sagen, das können wir morgen anders machen. Beim Zölibat wäre eine Möglichkeit, aber da sagt unsere Kirche, das ist so ein Schatz in der Tradition an geistlichem Reichtum, das ist die Lebensform Jesu. Und wenn jetzt jeder Priester, der gewissermaßen berufen ist, in sehr enger Weise mit dem Herrn zu leben, die Ehe schließen könnte, hätten wir die Befürchtung, ja, das würde in eine Verbürgerlichung des Lebens führen, etwas stärker. Was nicht heißt, dass das Ehe was Negatives ist, um Gottes Willen. Es ist wunderbar, wenn die Menschen verheiratet sind, Familie haben. Aber in der ganzen Geschichte gab es immer Zeiten, wo Menschen zu einem Priester gekommen sind, der lebt ausdrücklich mit Gott. Von dem will ich was über Gott wissen. Ja, deswegen gehe ich dahin. Und der lebt wie Jesus. Das schaffen schon einige. Also, und schaffen ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, es geht um Berufung. Also ich kann das nicht aus eigener Muskelkraft und aus eigener, weil ich so toll wäre, sondern ich spüre, dass es mir geschenkt wird. Das bleibt ein Ringen, aber es ist auch ein Geschenk, so zu leben. Mhm. Ja, aber das mache ich nicht aus mir selbst. Also theologisch sind Sie eher konservativ? Wenn man das so sagen will, also ich glaube halt, was die Kirche geglaubt hat und vertreten hat in all den Jahrhunderten. Ich bedanke mich schon mal für die vielen Facebook-Zuschriften, die wir bekommen haben. Ich habe ja schon ein paar vorgelesen und Marie-Helene Freund zitiere ich jetzt noch. Sie hat geschrieben, für das, was ich in der katholischen Kirche kennengelernt habe, bin ich dankbar. Ich bin konvertiert und glaube an Gott und nicht an einen Priester. Herzlichen Dank, Frau Freund, und Ihnen allen für die Zuschriften. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Unsere Stunde ist um und bedanke mich, dass Sie so offen mit uns gesprochen haben. Ich danke auch ganz herzlich. Es ist vergangen wie im Flug. Ja, genau. Danke für die kompetenten Fragen. Danke und Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen. Bis bald bei Planet Wissen. Tschüss.